dass ihr dabei seid. Und ich finde, es gilt aber für alle Mannschaften, ich finde Bad Königshofen auch so. Übrigens auch sehr spektakulär direkt wieder los hier. Und in der schwere Aufgabe gegen Timo Boll, der eine wahnsinnige Form, allerbester Bestform, konnte ihn dort stoppen beim Final Four. Der hört nicht auf. Ja, klasse. Das ist wieder ein furioser Start. Des Königshofeners. Ist dafür auch dankbar, weil ich weiß, der macht lieber ein paar Matches statt eine Trainingseinheit. Haben wir da Abstecher hin mit dem besseren Start. 6 zu 3. Auch er versucht, Bolli übrigens wieder. Boll antwortet mit dem Auch hier gut gesehen. Boll, das ist ja doch auffällig, er da in der Rückhand steht. Um ihn mit der für den mehrfachen Europameister. Boll braucht einen Break. Da bekommt er aber nicht. Doch klasse aus. Aber auch Boll kann das antizipieren. Seiner Sportart. Und auch hier gut reagiert. Ja, der Rückschlag hat mir eigentlich gut gemacht. Und wenn der kommt, mal schauen. Da ist der. Kann auf jeden Fall mit Banane gegengehen. Jawohl! Und der bleibt weiter tief in der Rückhand stehen. Was vor? Da dieser Seitschnitt. Bisschen bei Kilian Ott. Ja, und das war wieder sehr beeindruckend. Das gegen einen Boll, der ja in einer guten Form befindet. Sondern auch platziert, diese Vorhandbälle, die er heute spielt. Ja. Das ist ja doch eine beschwerliche Reise. Da sehr von der Platzierung jetzt wieder außen in Rückhand direkt lang angespielt. Ja, macht da, probiert, aber auch gut gelesen von. Ist unglaublich schwer. Dann versuche er zu flippen. Auch hier jetzt mal Timo Boll. Stark. Aber diese Winkel. Da entscheidet sich das Spiel. Das ist. Noch hier super gefällt. Sehr guter Aufschlag. Wirklich. Das ist aber auch einfach eine freche und coole Antwort. 1-1. Dritter Satz. Bravo. Linn ist eine andere Liga wegen Linkshänder, weil das sind eben diese seitlichen Rotationen, die dich als Rechtshänder sehr beschäftigen. Winkel rausgespielt. Gut reagiert. Der Reflex ist aber auch ein Plan, glaube ich, entwickelt. Achtet mal drauf. Ich finde, der Timo, wenn der immer langsamer wird, dann wird er. Playback gegen Linio New so ein bisschen angesprochen hat. Ort ist gerade sehr spät umlaufen. Auch hier hat er sehr her. Und das ist auch nicht ganz ideal. Und ich habe das Gefühl, gerade entwickelt sich ja auch so eine Dynamik. Weil Boll jetzt doch zunehmend die Kontrolle. Ja, ja. Ja, aber es. Aber im vierten Satz geht es dann wieder weiter, so gefühlt.
Ja, ärgerlich, aber lieber in dem Satz als im nächsten. Auch schöner Gegenspin noch. Finde aber auch schön, wenn deine Analysen immer so stimmen. Wie ja der Gegenläufer reingehst. Weil nur über Winkel mit Handgelenk reicht es nicht. Da warst du beschleunigt mit dem Handgelenk. Und jetzt nicht hielt, also gehe ich rüber mehr in Vorhand. Ah, schöner abgestochener Rückhandball. Ja, aber auch Boll kann natürlich über Lösungen. Also ich traue dem Kilian definitiv zu. 35 Sätze. Aber Boll dann auch immer. Da sind sie wieder. Ich finde aber auch dieser zweite Phaseaufschlag von Timo Boll. Bleibt bei seinem Rückhandaufschlag. Hat sich Boll sehr spät entschieden zu eröffnen, aber. Auch hier wieder fast dran. Einfach so stark ist. Ja. Und wieder dasselbe und da entschuldigt viel wohler. Weil er den normaler. Boll, Wert 2. Denkphase von Boll. Was spiele ich jetzt für einen Aufschlag? Oh, gut geholt von Kilian Ort. Guter Rückschlag. Boah, der Zauber da hinten, Kilian Ort. Und der hat auch wirklich Ball. Er ist wieder abgewehrt. Wie so ein. Und der traut sich halt auch. Er traut sich bei. Reicht jetzt auch ein bisschen drüber. Und es gibt einen fünften Satz. Von auch immer noch den Eindruck, dass es nicht so das Mittel gibt gegen diesen Aufschlag von Kilian Ort. Zumal er auch gerade wirklich alles trifft. Strahlung super positiv. War der drum? Ja, gilt auf jeden Fall als Punkt für Timo Boll. War der aufs Netz rum? Achtung! Jawohl! Around the net! Das Match hat alles. Boll hat ein Timeout. Das so, der muss so einen Aufschlag jetzt durchbringen, dann wäre er prompt wieder da. War Kilian Ort auch super mutig. So, und da ist er wieder, die Anglerausbildung von Timo Boll. Auch der kann nämlich richtig gut rauswischen und plötzlich steht es noch 5:4. Was haben wir denn hier für ein Niveau zwischen den beiden Akteuren? Einfach da. Das ist so geil. Sechs Punkte in Folge. Ja, dann macht er jetzt. Gut. Von Timo Boll nicht so leicht für Kilian Ort.
Was für ein Ballwechsel, sofort kommt. Ja, und 3 Punkte in Folge vor Ort. 8-8. Oh, bisschen glücklich. Eieieiei. Brecho macht jetzt was Langes. Ja, in Mitte. Oh, das war eigentlich ein Elfer. Hat er nur nicht mitgerechnet. Oh, geht den denn her? Was? Nee, nee, das kann nicht sein. Den Zauber, der irgendwie auf den also, Tisch. Aber hör dir die Halle an. Guter. Jetzt. Ja. Ja, verschätzt sich wieder. Das ist oh. aber auch der Hammer. Nein, das ist wirklich saustark. Ja. Zieht rüber. Ja, und damit war's das. Kilian Ort gewinnt dieses Spiel gegen Timo Boll. Was war das für...